Zunächst erstmal willkommen im Fach Musik und dazu bitte schön recht schönen guten Tag zusammen. Thema heute: die Obertonreihe. Die Obertonreihe hat mit Schwingung zu tun innerhalb einer Luftsäule, einer offenen Röhre. Das Ganze hört sich etwa so an. Und wie wir gerade gehört haben, ergibt sich jeweils ein anderer Ton nach oben hin. Erst eine Oktav, dann die Quinte, dann kommt wieder der Grundton und man bekommt die Terzverhältnisse. Dadurch steckt in der Obertonreihe letztlich auch der C-Dur-Dreiklang drin. In der Obertonreihe oder auch in der Naturtonreihe ist der C-Dur-Dreiklang enthalten. Soviel für heute. Bis nächste Woche. Ciao.